muss ich mir notieren. Zerstörte Heizspulen. Diese Spule scheint absichtlich und gewaltsam zerstört worden zu sein. Er würde seine eigene Nahrungs- und Wasserversorgung so etwas antun. Tja, nee, ich blubbel. Let's go home. William, du tust dir weh. Und du tust uns allen hier weh. Das könnte unser Ende sein. Ich hätte vieles von dir gedacht, aber... Ich war das nicht. Ob du die Bombe gelegt hast oder nicht, das hier ist dein Werk. Leute werden wegen Homeward sterben. Ist das dein Ernst? Die Menschen sterben auch bereits jetzt wegen Outward. Ist dir klar, was dieser Angriff für die Produktion bedeutet? Wir werden Treibhäuser schließen müssen. Die Nahrungsproduktion wird noch weiter sinken als jetzt schon. Ich bin entsetzt darüber. Es trifft uns alle. Aber es ist nicht ihre Schuld. Sie haben versucht, dich zu erreichen, aber du hast weggehört. Ich weiß, dass du Homeward kontrollierst. Mehr als du zugeben willst. Pfeif sie zurück. Und wir können hier vielleicht rauskommen. Wir zusammen. Nein. Nein? Du hast uns eingesperrt und von unseren Familien getrennt. Von zu Hause. Wenn es so etwas braucht, um alle hier wachzurütteln, dann soll es so sein. Und jetzt entschuldige mich, ich werde gebraucht. Diese Gruppe hat eine Bombe gelegt. Sie zerstörten die Heizung zum Schmelzen des Eises. Die Wasserversorgung sabotiert. Rosas Leute? Sie war nicht beteiligt. Aber ja... Das Wasser brauchten sie zum Essen, Trinken, Baden, für alles. Unvorstellbar. Wer mit dem Rücken zur Wand steht, greift oft zu verzweifelten Maßnahmen. Wohl wahr. Kathy, ich wollte dir übrigens noch etwas sagen. Es tut mir leid. Wegen Claire, mein Verhalten, seit wir hier sind. Ich werde sie so sehr vermissen. Ich auch. Ich habe es an dir ausgelassen. Du hättest Trost gebraucht. Und ich war nicht da. Es tut mir leid. Danke sehr. Ja. Ich hab Wasser gefunden. Oh, Wassertank. To be. Mm-hmm.
So. Bobby. Okay, Ayla. Los geht's. Oh, ich kann schwimmen. Groß Erdmeier, ich wollte dir noch eine Nachricht schicken, aber ich habe die richtigen Worte nicht gefunden. Ich weiß, dass ich dir in den Mondquartieren aus dem Weg gehe und das tut mir leid, aber ich musste das alles durcharbeiten. Ich will dich nicht verlieren, vor allem hier und jetzt, wo wir uns am dringendsten brauchen. Wollte ich wirklich alles geben, aber ich glaube, ich habe dich schon verloren an eine Macht, die ich nicht aufhalten kann und es tut weh, dich so zu sehen. Ich sehe ein Feuer in deinen Augen und es brennt sich in dein Herz. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sehe die Hülle meines Bruders, aber nicht seinen Geist, wenn ich dich ansehe. Ich wünschte, wir wären bei einer so wichtigen Sache, die so wenig mit unserer persönlichen Beziehung zu tun hat, nicht so gespalten. Wir können nicht darüber sprechen, was zwischen uns steht, während es uns weiter und weiter auseinandertreibt. Ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte, wir lebten zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort, wo wir dem nicht gegenüberstehen müssten, wo es keinen Hass zwischen uns gäbe. Was auch passiert, ich hoffe, dass wir es überstehen. Aber ich fürchte, wir werden es nicht schaffen. Ich liebe dich. Sollte ich aufschreiben?
Moment. Menschen. Sie sind bestimmt tot. Bestimmt nur Schatten, die so aussehen. Verweigert übrigens voll die Befehle. Wo sind sie, die Teenager-Rebellenspur, Dad? Da. Ich hab Blümchen gefunden. Ja, ich kenne das gleich. Ja, guck mal. Ciao.
Als ob. Gewächshausunkraut. Es bleibt nur noch widerspenstiges Unkraut. Und zwar jede Menge. Dieser Ort wurde so lange vernachlässigt, dass für Kolonisten hier nichts mehr von Wert zu finden ist. Ich sprach mit Remco. Er sagt, die Ernte ist nicht mehr zu retten. Wie konnte uns die Mutation entgehen? Wie lang, bis die Versorgung wiederhergestellt ist? Ich denke, wir müssen unsere Prognosen komplett überdenken. Ohne die Heizspulen und Legierungen von Herschel ist unsere Wasserreinigung schon um 35% langsamer und... kämpft mit ihrem schlechten Gewissen und schämt sich. Darum gründete sie Homeworld. Sie denkt, damit kann sie ihre Entscheidungen auf dem Mond gut machen. Die starke und kühne Rosa wird von Angst und Ego getrieben, wie alle. Erinnerst du dich an die Antarktis-Katastrophe? Ich war dort. Ich bin der einzige Überlebende. Der zweite Versuch einer autarken Biosphäre. Und wir haben sie in nur 3 Jahren zerstört. Wegen dummer Konflikte, kleinlicher Streitereien. Intelligente Leute haben sich in wilde, dumme Höhlenmenschen verwandelt. Sag mir, Isaac, warum besiegen Emotionen immer die Vernunft? Warum waren die letzten Jahre auf der Erde geprägt vom endlosen Krieg um Rohstoffe? Warum kann die Menschheit nicht zusammenarbeiten? Weil wir als Spezies zu egoistisch sind, um zu tun, was nötig ist. Bald wird die Erde so unbewohnbar sein wie der Mars. Wegen uns. Nicht die Hasen, die Bienen, nicht die Krebszellen, die den Körper meiner Frau zerfressen haben. Wir waren es. Das werde ich hier nicht zulassen. Wir werden durchhalten und gewinnen. Outward funktionierte. Outward funktioniert noch. Das Chaos, das sie sät, ist das Ende. Das verstehst du doch, oder? Ja. Dann sag mir, Isaac, warum hast du ihr mit der Psychiatrie geholfen? Und warum du Zeit mit Rosa verbracht hast? Du musst dich entscheiden, Isaac, auf welcher Seite du stehen willst. Darum geht es nicht. Rosa und ich sind Freunde und... Du kannst in dieser Sache nicht neutral bleiben. Outward oder Erde, Isaac? Ich bin für Outward hier, William. Das weißt du. Die Erde ist mir ganz egal. Die Erde ist ganz egal. Almost popped out.